Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha WG. Ich habe heute eine neue Pfeife von Ocean für euch und die bis jetzt günstigste Ocean Pfeife, die es jemals gab. Die Ocean Cane, wir gucken uns die mal an, wie sie ist. Wir gucken aber erst ins Intro, dann in den Aufbau und dann sehen wir uns wieder. So, dann kommen wir erstmal zum Aufbau von der Ocean Cane. Relativ simpel erklärt, wir haben hier als erstes die Base. Auf der Base haben wir unten zwei Seiten. In eine kommt das Tauchrohr, in die andere kommt euer Schlauchanschluss / Entlüftungsventil. Gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Und hier haben wir noch zwei Verschraubungen, unter denen dann die Kugeln liegen. Ich zeige euch das hier nochmal in der Detailansicht. Ja. Also hier haben wir dann die zwei Kugeln drin, die man fürs Entlüften braucht. Und hier an den ganzen Seiten von der Base haben wir die Entlüftungsventile, beziehungsweise die ganzen Löcher fürs Entlüftungsventil. Gehen fast drumherum, nur da, wo der Schlauchanschluss drankommt und da, wo die Rauchsäule ist, da haben wir dann keins. So, als erstes kümmern wir uns um dieses Ding hier. Das ist, wenn man so möchte, der Schlauchanschluss. Ja, einfach hier so ein gebogenes Rohr. Und das wird gegengeschraubt. Ja. Das heißt, wir haben kein direktes Gewinde, sondern man hält das hier so dran und nimmt dann von der Unterseite dieses Stück hier und schraubt das da so gegen. Oder man steckt das durch und schraubt dann oben den Schlauchanschluss gegen, wie man möchte. Beziehungsweise müsst ihr dann halt am Ende ein bisschen aufpassen, dass euer Schlauchanschluss auch gerade ist. Dann auf der anderen Seite von unten einfach das Tauchrohr reinschrauben. Auch relativ simpel, ne? Da dieser Anschluss, kommt das Tauchrohr rein, schrauben wir fest. Gewinde laufen relativ easy, sind dann auch gut fest, also da hält alles wunderbar. Auf der Oberseite schrauben wir die Rauchsäule noch gegen. Die Rauchsäule bei dieser Variante übrigens hier mit dem kompletten Kunststoffpart, ne? Ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Varianten, aber da sage ich gleich im Review noch mal mehr zu. So, dann halten wir den Teller drüber, den Kopfadapter hier reinschrauben. Das ist auch wahrscheinlich der einzige Part, der mir hier nicht so gut gefällt. Man muss halt den Kopfadapter dann in das Plastik reindrehen. Aber wie gesagt, auf die Varianten und welche gut sind und welche weniger gut sind, gehen wir dann gleich noch mal ein. Und dann haben wir hier schon die fertige Pfeife. Wir packen noch unsere Bowl-Dichtung dazu. Kopfdichtung, ja moin. So, und dann kann das Ganze schon hier auf die Bowl gepackt werden. Und et voilà. Achso, Schlauch, Mundstück ist auch noch dabei. Hier in dieser sehr ähnlichen Optik. Ne? Also unten mit diesem Plastikgriff und oben mit dem Metall. Beim Mundstück finde ich es tatsächlich sogar ganz schön, dass man hier noch so einen Plastikgriff hat. Weiß nicht, fühlt sich immer ganz gut an eigentlich. So. Willkommen zurück. Ja, ihr seht schon, Köpfchen ist an. Vorher ganz kurz, Oblaco, Callout Lotus 1 Plus, 2 Tom C26 Kohlen drin, Tabak, Holster, Grape Mint auf der Ocean Cane. Die Ocean Cane, Leute, eine neue Pfeife von Ocean, die jetzt rauskommt. Sie wird am 3.9. rauskommen. Je nachdem, wann ihr das Video seht, ist das vielleicht morgen oder es war schon. Dann solltet ihr mal gucken, ob noch welche da sind, falls ihr Lust drauf habt. Aber wir gucken uns erstmal an, ob ihr die Pfeife überhaupt kaufen solltet. Ist ja sehr interessant. Ihr habt ja schon den Aufbau gesehen. Relativ simpel, einfach, geht schnell, nicht viel dran. Ja, also sehr, sehr simpel auf jeden Fall. Es wird sie in vier Varianten geben. Einmal die Low-Budget-Variante, die ich jetzt hier habe für 99 Euro. Die kommt hier mit Plastik und hier am Mundstück mit Plastik. Da ist auch kein Edelstahl mehr drunter. Das ist wirklich Plastik. Und es gibt sie nochmal für 120 Euro, also 20 Euro mehr, beziehungsweise 119, schieß mich tot. Und da ist das hier und das hier dann auch aus Edelstahl. Die gibt es dann in drei Farbvarianten, ganz normaler silberner Edelstahl, wie man ihn kennt, schwarzer Edelstahl und goldener Edelstahl, beziehungsweise ist natürlich alles Edelstahl, der dann eben gefärbt wurde. Wie immer bei so einem Review hangeln wir uns da an so ein paar Punkten entlang. Anfangen sollten wir, nachdem wir Preis und Modelle kurz besprochen haben, mit der Verarbeitung.
Es ist eine Ocean-Pfeife, das heißt, man kann schon einen gewissen Anspruch an die Verarbeitung haben. Auf der anderen Seite ist es eine Ocean-Pfeife, die bei 100 Euro anfängt, beziehungsweise 100 oder 120 Euro kostet. Was halt schon extrem low-budget ist, vor allem für eine Edelstahlpfeife. Und das haben wir ja hier, beziehungsweise mit so einem kleinen Plastikelement. Aber Leute, kurz vorneweg, gebt über die 20 Euro mehr aus, holt euch die Edelstahl-Variante, weil den Kopfanschluss immer in das Plastik schrauben. Es kann noch so gutes Plastik sein, es wird auf jeden Fall viel, viel schneller kaputt gehen, als wenn ihr eine Edelstahl-Variante nehmt. Also lieber ein 20 mehr ausgeben und dafür eine schön langlebige Pfeife haben. Wäre zumindest meine Meinung. Aber Verarbeitung von der Pfeife. Ich habe auf jeden Fall nirgendwo scharfe Kanten gemerkt. Das geht alles absolut klar, ist schön entgratet. Die Gewinde laufen gut, aber nicht so krass, wie man das von hochpreisigen Ocean kennt. Ja? Also ihr solltet jetzt hier keine Ocean Fusion oder sowas erwarten. Es ist halt eine Low-Budget-Variante. Dennoch, voll okay. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren bei der Verarbeitung. Und wenn man das sagen kann bei einer Pfeife, die 99 Euro kostet, dann ist das schon okay. Ja? Also ne, ist keine 3000 Euro Pfeife oder keine 300 Euro Pfeife, ist eine 100 Euro Pfeife und dafür ist die Verarbeitung vollkommen okay. Ich hatte keinerlei Kratzer irgendwo, es hat nichts gehakt, es hat nichts gestockt, alles okay. Also wunderbar. Wir sind zufrieden mit der Verarbeitung und das ist das Minimum, das wir erreichen wollen mit einer so günstigen Pfeife und das ist hier auf jeden Fall gegeben. So, Feature von der Pfeife sind eigentlich relativ schnell geklärt. Erstmal, es gibt glaube ich nur ein wichtiges Feature. Es ist eine ganz normale Pfeife, funktioniert wunderbar. Und das einzig wirklich besondere Feature, und das finde ich schon sehr, sehr geil, dass das bei so einer günstigen Pfeife schon dabei ist, ist dieses Entlüftungsventil. Und das Entlüftungsventil sieht fucking sexy aus. Ich nehme jetzt mal einen Zug und entlüfte mal. Das sieht schon wirklich geil aus, wenn der Rauch hier komplett an der Seite rauskommt. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr sexy aus. Ein kleines Manko ist mir beim Entlüftungssystem trotzdem aufgefallen. Wenn man sehr stark pustet, blockieren irgendwie manche Löcher und es kommt aus weniger Löchern Rauch raus. Wenn man normal reinpustet, gar kein Problem. Aber es ist mir halt aufgefallen und deswegen erwähne ich das auch auf jeden Fall hier im Review. Wenn ich jetzt erstmal leicht puste, seht ihr, es kommt aus allen Löchern Rauch. Wenn ich dann aber fester puste, merkt ihr, dass auf einmal manche von den Löchern blockieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich kann es mir nicht so gut erklären. Vielleicht fliegt eine Kugel dann irgendwie komisch in den Weg und blockiert. Ich muss auch dazu sagen, die Pfeife, die ich hier habe, ist ein Prototyp. Ja, ich habe sie vor dem Marktstart bekommen, um sie für euch zu testen. Das heißt, es könnte auch bei der finalen Variante schon behoben sein. Just saying, bei meinem Prototyp hier ist das der Fall. Ich entlüfte jetzt mal erst relativ sanft oder normal und dann mal extrem fest und dann werdet ihr sehen, dass manche von den Löchern blockieren. Also sehr, sehr komisch, wenn ich fest puste, kommt irgendwie nur noch aus 3-4 Löchern der Rauch und dann halt auch sehr schnell, sodass er sehr schnell verfliegt. Aber wenn ihr das langsam bzw. normal macht, normal stark entlüftet, ist es kein Problem. Ja, also dann funktioniert es wunderbar. Was man auch machen kann, man kann ein bisschen stoßweise entlüften und hier und da kriegt man dann auf jeden Fall mal ein paar Ringe hin. Ich probiere es jetzt mal, das klappt nicht immer, aber ist eine nette Spielerei immer. Sieht schon ganz witzig aus, wenn da so eine Million kleine Ringe rauskommen, ja. Aber Entlüftungssystem mit diesem kleinen Manko, das beim feste Entlüften ein paar Löcher blockieren, aber ansonsten ist sehr gut funktioniert. Und bei einer 100-Euro-Pfeife so ein schönes Entlüftungssystem dabei zu haben, nice. Dann kommen wir als nächstes mal zu einem relativ subjektiven Punkt, die Optik. Wie immer, Leute, die Pfeife muss euch gefallen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, die Pfeife ist wunderschön und ihr müsst die alle wunderschön finden. Ich denke, das erklärt sich für jeden relativ simpel. Aber ich finde das Design von der Pfeife cool. Es erinnert so ein bisschen an eine Mexanica bzw. an eine VZ. Die Pfeifen kosten aber überhalb von 250 Euro, sind auch nochmal einen Ticken größer. Sogar die VZ Mini ist noch ein kleines bisschen größer als die Cane von Ocean hier.
Aber ich finde das Design schön. Ja? Also gerade in den Edelstahl-Varianten, schaut mal bei Ayosha und Yannick, dem YouTube-Channel, vorbei von Kassel und Hookase. Der Yannick hat die Pfeife nämlich auch schon vorgestellt und der hat sie in Gold. Finde ich tatsächlich nochmal einen Ticken schöner. Also hätte ich die Wahl gehabt, ich hätte vermutlich die goldene genommen. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie die schwarze aussieht. Aber nichtsdestotrotz, Optik von der Pfeife, vom Aufbau her, finde ich sehr, sehr schön. Clean gehalten, aber irgendwie doch ein besonderes Design mit reingebracht. Und auch das bei einer 100-Euro-Pfeife finde ich sehr, sehr nice. Ja, diese russischen Stickpfeifen, die sind in Russland sehr, sehr bekannt und kosten da auch nicht viel Geld. Aber in Deutschland waren bis jetzt nur welche, die aus Russland importiert wurden. Und die haben dann in Deutschland trotzdem 150 Euro aufwärts gekostet, was dann irgendwie nicht mehr so viel Sinn gemacht hat. In Russland war halt der Punkt, die kosten halt umgerechnet dann in Russland irgendwie 40 Euro oder so. Russische Preise halt, ne? Russische Pfeifen, russische Preise. Aber in Deutschland hast du die nicht unter 150 Euro bekommen. Jetzt mit der Kane gibt es eine für 100 Euro bzw. für 120 Euro und das finde ich schon sehr, sehr nice. Aber grob zusammengefasst, ich finde das Design schön. Es gibt noch ein Manko am Design, das ich noch erwähnen muss und das ist, wenn man hier noch andere Mini-Bowls hat, die oben eine normal breite Öffnung für eine Base haben, man kann die Cane draufsetzen, sie sitzt aber halt sehr weit in der Mitte und diese Lippe hier von den Bowls guckt halt krass drüber und deswegen ist es für mich unbrauchbar. Außerdem ist dann das Tauchrohr relativ lang. Ihr seht schon, die Bowl ist nochmal einen kleinen Ticken höher, auch wenn die auf einem Untersetzer steht, ist trotzdem ein kleines bisschen höher. Es sieht nicht schön aus, wenn man die Pfeife auf andere Bowls packt, einfach weil oben die Base zu schmal ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, die Cane nur mit der mitgelieferten Bowl. Es gibt bei Ocean für die 120 Euro Variante dann auch noch andere Bowls. Könnt ihr zum Beispiel auch beim Yannick im Video sehen. Der hat nämlich eine Bowl, die ist so in diesem Design, nur halt für die Cane. Ja, finde ich auch sehr, sehr nice. Aber alles in allem, mir gefällt sie sehr gut. Ich finde es für so eine günstige Pfeife trotzdem ein schönes eigenes Design mit einem coolen Entlüftungsventil und so weiter. Also ich bin auf jeden Fall happy mit dem Design, würde sie aber vermutlich in Gold oder vielleicht auch in Schwarz nehmen. Was man auch noch zum Design sagen muss, ist, dass die Pfeife nicht perfekt symmetrisch ist. Dadurch, dass hier die zwei Rohre rauskommen, wurde die Rauchsäule leicht weiter nach außen gesetzt und auch das Tauchrohr ist dementsprechend mehr auf einer Seite als in der Mitte. Ich finde es nicht schlimm, mich stört es nicht. Falls ihr hart OCD habt und euch sowas abfuckt, dann ist die Cane vielleicht nichts für euch. Ich finde es aber ganz cool. Das Wasser blubbert dann auch ein bisschen asymmetrischer, als wenn das Tauchrohr in der Mitte ist. Finde ich aber eigentlich einfach eine ganz coole Alternative oder mal was Cooles anderes. Also mich hat es auf jeden Fall nicht gestört, aber just saying, die Rauchsäule ist nicht perfekt in der Mitte und dadurch ist auch der Kohleteller einfach ein bisschen weiter auf der außenliegenden Seite. Ja, dann haben wir eigentlich alle Punkte, bis auf den wichtigsten, und das ist das Rauchverhalten. Rauchverhalten 1A. Kann ich mich absolut nicht beschweren. Mit dem Diffusor fühlt es sich sehr smooth an zu ziehen. Es ist ein sehr gleichmäßiges Gefühl. Ihr merkt nicht viel von der Wasservibration. Ihr könntet ihn natürlich abmachen, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Blubbern. Ich finde sie nicht super leise, aber es ist auch kein krasses Blubbern. Es ist mehr so ein gleichmäßiges Zischen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt auf dem Mikro rüberkommt. Aber vom Durchzug her auf jeden Fall eine sehr gute Pfeife. Entlüften geht relativ easy. Also top. Ja. Also mehr finde ich, als man für so eine günstige Pfeife erwarten könnte. Also auch Rauchverhalten auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, und das waren eigentlich schon so die wichtigsten Punkte. Also bis auf dieses kleine Manko, dass sie nicht auf alle kleinen Bowls passt und dass das Entlüften manchmal hakt bei meinem Prototyp. Vielleicht ist das noch so in der finalen Variante, vielleicht ist es nicht mehr so in der finalen Variante, kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Aber bis auf diese zwei Kleinigkeiten, finde ich, ist es eine sehr, sehr nice Pfeife geworden. Für 100 bzw. 120 Euro auf jeden Fall mega geil. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn Leute auf dieses russische Design stehen und nichts gegen eine Steckpfeife haben, könnte das eine der neuen Top-Empfehlungen für günstige Pfeifen werden. Ja? Also wenn ihr vielleicht schon eine Pfeife habt und ihr wollt noch eine kleine Pfeife, vielleicht im russischen Stil, aber wollt nicht so viel Geld ausgeben, Ocean Cane, eine sehr, sehr gute Alternative. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr gerne ein Abo da lassen. Wir sind kurz vor den 50.000, auf jeden Fall sehr wild. Bei den 50.000 kommt übrigens ein Special 12-Stunden-Stream, das wird auch sehr wild. Also, sehr, sehr gerne noch ein Abo da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.